Oh yeah. Menschen da draußen und herzlich willkommen zu einer neuen Movie Review. Endlich! Ja, Leute, ich war wieder mal im Kino, beziehungsweise schon vor ein paar Tagen, hab das Gameplay auch da im Hintergrund schon erspielt. Das ist eine Runde Ender Games, die war ziemlich cool, also eine ziemliche Schlachterrunde auf jeden Fall. Ich glaube, welches Kid waren wir da? Ich weiß es gar nicht. Ich glaube, wir waren Vampir, wenn ich mich jetzt nicht täusche, aber ich glaube, wir waren Vampir. Da muss ich jetzt noch einstellen, dass die Perspektive umschalten nicht auf Q ist, sondern auf F5, das habe ich auf Versehen mal umgestellt. Auf jeden Fall, Leute, ja, heute ist der Film Bad Neighbors dran und ich erzähle euch mal ganz kurz, um was es bei dem Film ging. Also ich habe hier den Wikipedia-Eintrag offen, damit ich das immer kurz und bündig halten kann, weil ich fange dann wieder zu erzählen an. Also Handlung: Das Ehepaar Mac und Kelly Radner leben mit seinem Baby ein eher ruhiges Leben. Als im Nachbarhaus einige partywütige Studenten einziehen. Schnell kommt es zwischen den ungleichen Nachbarn zum Streit, der sich immer weiter steigert. Und genau das ist eine kurze und knackige Beschreibung, die den Film auch ausmacht. Ich finde das wirklich, ich muss sagen, ich finde das wirklich richtig toll, was die sich bei dem Film überlegt haben. Also der Film ist ab 14 Jahren. Wir hatten da ein paar Probleme und zwar bin mein kleiner Bruder, der ist 12, mein mittlerer Bruder, der ist 14 und ich sind ins Kino gegangen. Wir haben die Ausweise vorgezeigt und dann dachten wir so, ja, der Film ist ab 12. Oh. Dann sagt die so, ja, bitte eure Ausweise. Und mein kleiner Bruder fragt so, ab wie vielen Jahren ist der denn? Und sie ab 14 und er, oh scheiße, ich bin 12. Gut, dann sind wir kurz weggegangen. In circa 10 Minuten hat dann schon der Film begonnen, aber wir hatten ja noch keine Tickets. Weil ohne meinen Bruder wollten wir auch nicht reingehen. Super, dann sitzt er da alleine. Dann hat eine zweite Kasse aufgemacht. Er hat sich dann versteckt. Und wir haben gesagt, ja, bitte dreimal. Wir haben dann die Ausweise vorgezeigt. Und sie hat gesagt, ja, für oben hätte er dann eh einen Ausweis. Haben wir gesagt, ja, dann sind wir oben. So, nächste Kontrolle. Hallo, wie alt seid ihr denn? Ja, dann haben wir die Ausweise herzeigen müssen. Und dann hat er gesagt, er hat seinen Ausweis vergessen, aber mein Bruder, der 14 ist, hat gesagt, er ist mit ihm in der Klasse und dann hat er es geglaubt. Boah, das war ganz schön, ja, wäre da fast nicht reingekommen. Das war ziemlich aufregend auf jeden Fall. Gut, der Film hat begonnen und er war eigentlich von der ersten Stelle an bis zur letzten witzig. Also ich musste teilweise so ablachen bei dem Film. Ich saß da und musste einfach so dermaßen lachen, weil ich fand das einfach so lustig. Wie man so einen Streit quasi konzipieren kann, dass einfach ein Paar, das gerade ein Kind bekommen hat und jetzt quasi ein neues Leben hat, Eltern zu sein, und dann ziehen neue Nachbarn ein und sie wollen ihn quasi so cool vermitteln, so, yo, macht mal nicht so einen Ton, Alter, macht mal nicht so Lärm und so weiter, wollten die damit nur, also so quasi auf Homie sagen, ja, macht nicht so einen Krach, denn die haben ein Baby und so weiter, aber da die das dann immer wieder tun, gibt Streit und es ist so, die leben in einer, quasi, das ist ja eine Studentengemeinschaft und die Universität schmeißt sie aus dem Haus, wenn sie drei Strikes bekommen. Und ein Strike zählt zum Beispiel für eine Schlagzeile, wenn zum Beispiel steht, Student missbraucht Frau, dann ist das eine negative Schlagzeile und bekommen sie einen Strike. Und wenn sie drei Strikes haben, müssen sie ausziehen. Und das versuchen dann natürlich das Paar zu erreichen. Die versuchen dann irgendwie zu erreichen, dass sie Strikes bekommen und dann ausziehen müssen. Und ob sie dann ausziehen müssen oder was da noch alles so passiert, und schaut ihn euch den Film an, wenn ihr alt genug seid oder ins Kino reinkommt, schaut ihn euch an, er ist wirklich richtig lustig. Es sind zwar wirklich ein paar perverse Stellen dabei, aber wer möchte das denn nicht? Jeder ist doch ein bisschen pervers. Nein. Ich muss sagen, wirklich richtig, richtig toller Film. Mir hat der sehr gut gefallen. Warte mal, ich gucke mal kurz in Wikipedia nach. Der hat im Online-Ranking, Moment, wo steht's denn da, 7,6 von 10 möglichen Sternen bekommen. Und der ist eben am 7. Mai veröffentlicht worden. Am 8. Mai habe ich ihn mir angeguckt. Und ja, wie gesagt, ich finde es richtig cool und von mir würde der auf jeden Fall 10 Punkte bekommen. Ich bin da immer so, ja, ich gebe gleich mal 10 Punkte, aber ich finde, ich hatte jetzt nichts an dem Film irgendwie zu kritisieren, also dass der irgendwie oft gesungen
worden ist oder so, war irgendwie nicht. Und ihr seht ja jetzt ja gerade im Hintergrund so, oh, krasse Action, Action, die Stars, ziemlich cool. Das ist jetzt, glaube ich, auch schon der letzte Gegner. Wir kämpfen da jetzt gegen den. Mein Fazit zu dem Film ist einfach, er ist eine richtige Komödie, die kann man sich, das ist so ein Film, da setzt man sich am Abend aufs Sofa mit Popcorn, mit seiner Freundin oder mit irgendjemandem zumindest und chillt dann da einfach und guckt den Film. Das ist einfach richtig toll, man richtig viel zum Lachen, muss ich einfach sagen. Und von mir auf jeden Fall beide Daumen nach oben und auf jeden Fall eine Kinobestätigung zum Reingehen. Am 21. Mai, Leute, am 21. Mai gehe ich auf jeden Fall ins Kino und schaue mir X-Men Days of Future Past an. Da könnt ihr euch auch schon freuen. I believe I can fly. I believe I can touch the sky. Ja, da habe ich jetzt so was Kleines eingebaut und ich würde sagen, wenn es euch gefallen hat, lasst ein Like da. Wenn ihr Outlast Whistleblower mögt, dann gebt auch ein Like, dann kommt's und ich würde sagen, ciao.